vorgestellt. Die zweite Battle Royale Tycoon von Loop. Oh Gott, jetzt habe ich es wieder. Endless Loop Studios heißen sie und es tut mir schrecklich leid, dass ich das letztes Mal falsch gesagt habe. Diesmal korrigiere ich es. Ich merke es mir mal vorher und wenn ich dann losgestartet bin, dann hat es leider irgendwie nicht geklappt und naja, sorry dafür und nochmal danke für den Key. Jetzt fortsetzen. Gucken wir, dass wir da weiter researchen und dann noch was Neues bauen. Aber ich glaube, wir waren ja schon irgendwo fertig mit einer zweiten Geschichte, ne? Capture the Flag oder sowas? Warte mal, das können wir jetzt schon bauen, ne? Oder? Ja, genau. Dann wollen wir das doch mal tun, denke ich. Ist die Frage, wo setzen wir das hin? Ich würde das jetzt... Ja, es muss ja schon ein bisschen größer sein auch, ne? Ich würde das jetzt hier hinsetzen. Muss ja ein bisschen Platz haben. Dazwischen können wir nachher noch einen Weg machen. Ja, denke ich mal. Machen wir erstmal... warum wir da nicht... weil es wahrscheinlich zu groß war. Gut, Eingang machen wir hier oben hin. Mittlere Maustaste war drehen. Ja, das passt. Und Ausgang machen wir hier unten hin. Dann brauchen wir den Weg dafür. Einmal hier. Ja, das sieht doch ganz gut aus, oder? Ah, jetzt hat er den mir da. Ah, super, oder? Das hat gut geklappt. Wo reißt man hier nochmal ab? Da ist der Bagger. Na gut, dann können wir es jetzt nicht ändern. Ist das... Nee, das gefällt mir nicht. Lass mal nochmal hier machen. Machen wir hier die Warteschlange halt am Haus lang. Damit das geht. Ja, er hat jetzt leider nicht das genommen, was ich wollte, ne? Also, wieder abreißen den. Nochmal. Ne, geht nicht. Der muss jetzt weg. Der muss dahin. Der muss dahin. So geht's dann, oder? Ich möchte schon eine ganz lange Warteschlange hier haben, weil das ist hier viel länger wie da und ist auch schon voll, ne? Machen wir so. Und hier geht's nachher noch weiter und dann können wir noch eine weitere Sache hier unten bauen. Ja, Capture the Flag. Da wollen wir mal gucken, was wir da brauchen, ne? Spawn-Position 6-mal steht da. Roter Spieler. 1, 2, 3. Und blauer Spieler auf der Seite 3-mal. 3-mal, passt. Die haben wir. Spielmodus-Objekte. Gegenstand-Slots. Sind hier und da und Spielmodusobjekte, die Flagge. Machen wir da hin, ne? Und dann Basis rot ist da. Und Basis Blau ist da. Sollte ungefähr hinkommen, ne? Dann Mauern. Dort. Und dort. Dann noch ein bisschen länger. Ah, das war zu viel, aber so. Ne, das war. Da oben ist doof, das will ich nicht. Das Stück müssen wir jetzt abmachen. Was macht der denn jetzt? Das hat ja gut geklappt, ne? Super, oder? Oh. Okay, das ist jetzt nicht so toll gewesen, dass er da diese Mauer so weggerissen hat. Das bedeutet jetzt, wir müssen das Ganze nochmal machen. Und haben wir das jetzt so dran, oder wie ist das? Ja, das bedeutet nochmal hier los. Das ist so. Das geht. So, auf ein neues. Das ist der Eingang. Können den Eingang natürlich auch hier unten hin machen, ne? Wäre auch möglich, aber machen wir jetzt nicht. Wir waren ja da so unterwegs schon. So, dann auf ein neues. Nochmal den Wartebereich anbauen.
Ja, jetzt haben wir so richtig viel geschafft hier dann euch. So eine Slalom-Warteschlange. Tja. Jetzt müssen wir hier noch das so machen. Dann passt's. So, da können sie rein, da können sie raus. Auf ein neues. Ja, dreimal blau. Eins, zwei, drei. Dreimal rot. Eins, zwei, drei. Basisbereich hier. Basisbereich da. Flagge da. So, und auf ein neues. Mauern. So. Hat gut geklappt wieder. Ey, Leute, was ist das? Man muss hier den Bagger machen wahrscheinlich, um nur... super, läuft richtig gut hier jetzt. Auf ein neues... Das ist jetzt richtig doof, ne? So. 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 Wartebereich, wir können es jetzt schon, ne? Aber ihr seht, das war jetzt so ein bisschen buggy, das Ding. War jetzt nicht so toll, oder? Aber naja. Passt. So, Flagge hier irgendwo in der Mitte und Mauern bauen. Lass es jetzt so, es ist jetzt wieder, oder wir können es ja mal jetzt wirklich hier mit abreißen. Ja, tatsächlich ist es so. Hier unten baust, reißt du alles ab, da reißt du nur im Gebäude ab. Alles klar. 100 Besucher insgesamt, sehr schön. So, das haben wir. Dann da noch einen hin. Das sieht doch schon mal gut aus, oder? Und vielleicht hier noch ein bisschen länger. Und da das Ganze auch noch. So. Gut, dann machen wir das da auch noch so. Dann passt das schon. Aber wir können das auch so machen. Dazu. Dazu. Egal. Stört jetzt nicht. Zack. 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 Kommt nicht auf die kleine Ecke drauf an, ne? Da. Und da ein bisschen zumachen. Da was zumachen. Ja, die haben einen kleinen Vorteil, wenn wir das so machen. Ja, das kommt dann schon eher hin. Hier können wir noch was zumachen. Da noch was. Und da noch was. Und ich sehe schon. Warte, hier muss noch einer drunter. Wir müssen hier definitiv noch was machen. Sonst können wir ja hier lang schießen. Ne? Das wäre auch doof. Passt das so? Ja, ist wohl gut so. So, können wir so lassen. Denke ich mal, ne? Ja, passt schon. Okay, das haben wir. Jetzt können wir hier noch einen Basispunkt. Wo sie zurück müssen. Warte mal, wir machen hier die roten hin. Und da die blauen. Blauen hier, Spawnpunkte. Da drei. Und da drei. So, das haben wir. Medikit. Machen wir hier mal welche hin. Und da, da. Und da und da. Was haben wir hier noch? Eine Brenngranate. Und da noch eine und da noch eine. Leitkegel,
Flasche. Mast. Mast 2. Eine Kiste. Bisschen Abwechslung oder wie ist das? Und da ein paar Kisten hin. Ein Fass. Dahin. Dahin. Jetzt haben wir noch eine Flagge. Ja, weiß ich nicht. Wofür ist denn Mastroute? Keine Ahnung. Ein bisschen Deko. Gut, das haben wir. Gegenstands Slots 6 brauchen wir noch. Okay. So, die laufen los und müssen sich irgendwo ihre Gegenstände holen. Ihre Waffen. 1, 2. 1, 2. Dann da einen und da einen und der dritte, den machen wir mal hier hin und da hin. Gut. Und dann brauchen wir noch Arbeiter. 2. Ich glaube, 4 Stück brauchen wir hier schon. Macht Sinn, oder? So. Jetzt könnte man natürlich hier noch... Ne, das mit den Pistolen lassen wir erstmal so, oder? Ändern wir das. Ist mal was anderes, ne? Eine Schrotflinte, oder? So, dann. Aufbau geschlossen. Keine Ahnung, was das ist. Wir machen das Ganze jetzt auf. Und dann wollen wir mal gucken, wie es läuft, oder? Die 4 sind da. Die Waffen sind jetzt irgendwo anders hin, oder wie? Was ist das denn jetzt hier? Ah, wir müssen noch Waffen vielleicht ein paar dazu kaufen, ne? Dann klappt das auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Dann passt's, würde ich sagen. So, die kommen da auch schon. Das sieht doch ganz gut aus, oder? So, die stehen alle an wie verrückt. Ist noch keiner drinne. Ah, jetzt sind die Waffen da. Oh, das ist natürlich jetzt gerade die erste Runde vielleicht ungerecht, ne? Aber ist das so? Mal schauen, wie sie sich schlagen. So, jetzt geht's los. Alle sind glücklich und zufrieden. Die Fahne, die Flagge haben die ersten schon geholt, oder was? Okay. Flagge ist hier. Okay. Und er ist durch. Oder? Versteht man das? Flagge ist hier. Rot hat die Flagge, oder wie ist das, ja? Ah, Runde ist vorbei. Keine Ahnung, wer gewonnen hat oder verloren hat. Auf jeden Fall sieht's krass aus. Ja, die stehen auch wie bekloppt hier wieder an. Die Schlange ist dafür kürzer geworden. Ja, hier hätten wir die Warteschlange vielleicht noch ein bisschen länger machen müssen. Ah, Research, haben wir das überhaupt noch weiter gemacht? Wo waren das hier? Arena Battle. Team Deathmatch, machen wir jetzt mal die Forschung. Untätig. Arena Capture the Flag, Mittel. Ach so, das Blaue geht immer nur, oder was? Naja, dann. Schauen wir mal, wie es jetzt hier abgeht. Wir müssen, glaube ich, noch was zu essen machen. Die stehen ja auch schon Schlange. Ach, ist so spannend jetzt hier, das anzugucken, ne? So, der erste hat die Fahne. Wieso läuft denn der? So, das war der erste Punkt für Rot. Blau hat sie sich jetzt geholt, aber Rot holt sie sich wieder. Und Rot ist das zweite Mal durch. Ist das so? Weiß ich nicht. Naja. Ja, kann man da den Spielstand irgendwo auch sehen? Nee, ne?
Naja, aber sie sind alle glücklich und zufrieden. Das ist das Wichtigste. Einer war jetzt nicht zufrieden. Warum ist der hier eigentlich am Stehen? Keine Ahnung. Jetzt haben alle Schrotflinten auf jeden Fall, oder? Die Werkstatt, okay. So, jetzt sind die Waffen nicht am Spawnpunkt, sondern an den Slots, oder? Was machen sie jetzt? Jetzt bringen sie die doch dahin, oder wie? Ja, dann sind ja die Slots auch total egal, oder? Naja. Jetzt sind da zwei Pistolen und dann... Na, ist halt so. Die drei laufen jetzt nach da hinten. Jetzt werden die Pistolen hier wieder weggeholt. Ah, die müssen repariert werden wahrscheinlich. Na, genau, da sind zwei Schrotflinten jetzt hingekommen. Durch die Mauer hat er das genommen. Ist jetzt auch nicht so cool. Die Flagge ist hier und ist schon geschafft worden. Blau hat die Flagge zurzeit. Okay, das war dann jetzt ein 1-1, oder? Und fertig. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall läuft das hier, wie man sieht. 19 Dollar nehmen sie ein. Zeit ist 194, alles klar. Gäste anwesend und in Warteschlange. Das ist natürlich kräftig. Läuft aber insgesamt gesehen ganz gut hier, oder? Was haben wir hier? Ja, Warteschlange ist zu lang, das ist schon mal klar. Das sieht gut aus. Okay, gut. Dann bedeutet das, wir müssen weiter gucken, dass wir noch weiteres fertig kriegen hier. Das muss aber noch, sag schon, nicht entwickelt werden. Ja, hier 1 gegen 1 läuft auch wahrscheinlich. Achso, wir hatten gesagt, wir müssen noch ein bisschen was zu essen haben, ne? Noch eine Burgerbude machen hier. Komm, die machen wir hier hinten hin. Und Getränke. Ja, komm, zack, direkt da dran. Und Toilette kommt gleich daneben. Passt. Also, der braucht einen Eingang. Und einen Ausgang. Läuft, ne? Arbeiter einstellen und öffnen. Arbeiter einstellen und öffnen. Erledigt. Erledigt. Wege dahin. So, da müssen immer Warteschlangen ja sein. So, das passt. Warteschlangen hier. Passt auch. Toilette. Die Warteschlange nach oben geht? Nee, oder was? Auch sehr schön. Machen wir die nochmal weg. Ah, die will er jetzt nicht wegmachen. Die müssen wir hier wegmachen, oder was? Tatsächlich. Gut, dann das Stück noch so setzen und alles ist gut. Da muss aber noch eine Toilette rein. So, ne? So passt es dann. Ist ein bisschen verbaut, aber alles ist gut. Und öffnen. Die sind schon fleißig am Verkaufen hier, oder was? Hat da schon einer geöffnet? Muss wohl. Gut, das haben wir auch erweitert. Ja, läuft, oder? Was macht die Forschung? Drei Viertel. Arbeiter. Haben wir 21 Verlader, haben wir 5, wie immer. Ich glaube, die werden ja automatisch dazu genommen, oder wie war das? So, Waffen. Können wir ein bisschen... Achso, die müssen wir, glaube ich, neu erforschen, ne? Ja, dann. Gut, jetzt haben wir aber hier so ein paar Arenen mehr, sozusagen. Was haben wir hier noch? Arena, Battle. Mittel. Team Deathmatch. Capture the Flag und Arena Duellmittel. 1000 Gäste unterhalten wir schon. Wow.
Ja, einen Schießstand könnte man vielleicht nochmal gerade einen zweiten hinzubauen. Oder? Wo ist denn jetzt hier der... Ach, Spaß gibt's hier auch noch. Okay. Schießübungsanlage. Machen wir die doch mal hier hin. Und... Eingang ist hier und Ausgang ist da. Läuft. Zielbahn ist dann da. Mal wieder zu groß gebaut, ne? Der Gegenstandslot ist da. Und dann soll es auch reichen. Ein Arbeiter da rein und alles läuft. Öffnen. Fertig. Passt. Und ja, läuft, ne? So, die können auch anstehen, die können auch alles machen, ja. Waffen, ja, sind noch ein paar da. Aber vielleicht sollte man die eine oder andere... Warte, wir haben hier Pistolen, ne? Oder? Ja, dann machen wir hier eine andere Waffe rein. Das würde ja Sinn machen. Machen wir hier eine andere Waffe rein. Pistole nicht, sondern... Müssen wir erst erforschen. Machen wir hier das. Fertig. Gewehr. Da ist ein bisschen Abwechslung drin, ne, dann. Gut, ein bisschen zu groß gebaut, auch hier. Aber egal erstmal. Okay, die sind glücklich. Nee, doch nicht. Der hat, oder war es ein Herzchen oder war es ein negatives? Weiß ich nicht. Im Stehen, ne? Da wird jede Frau wieder Ärger machen, ne? Gut, das sind alles tolle Waffen hier. Die sind schon ein bisschen stinkig in der langen Schlange. Hier hört es dafür auf, weil es weniger wert. Passt. Research. Abgelaufen. Ja, hier kann man jetzt das... Ne, die Forschungsgeschwindigkeit erhöhen. Hier kann man die Parkgröße erhöhen. Geschicklichkeitsziel. Machen wir das Geschicklichkeitsziel. Wird geforscht. Also, da kann man dann wahrscheinlich die Ausrüstung mit verbessern. Jo, das sieht man so alles so, ne? Jetzt hier sieht man das, das. Hier ein bisschen was essen. Vielleicht gab es da bei der Forschung auch noch was zu essen, anderes auszuwählen, ne? Waffen kannst du da updaten. Die Zeit, wie die geforscht wird. Hier Parkgröße. Da die... Dingens, könnte ein bisschen andere Dinge noch geben, sozusagen, ne? Ja, muss man mal gucken. Ja, hier ist richtig der Bär los, ne? 3 gegen 3 ist natürlich auch krass. Ja. Okay. Die beiden stehen hier in der Ecke und hoffen, dass sie nicht getroffen werden, ne? Auch cool. Er ist der Sieger hier. Ja, gut. Da haben wir nochmal die zweite Runde hinterhergelegt hier bei der Vorschau. So wie ihr seht, ist alles vieles möglich. Bisschen jetzt hier noch einen zweiten gesehen. 3 gegen 3. Capture the Flag. Ja, das Duell. Ja, Warteschlangen. Es kommen viele Gäste. Balancing muss wahrscheinlich noch ein bisschen laufen. Kann den Park wahrscheinlich auch noch ein bisschen verschönern. Was haben wir hier alles noch für Sachen? Nur Wege. Hier hatten wir noch ein bisschen Spaß. Da kannst du auch noch Geschicklichkeitsziel machen. Keine Ahnung, was das dann ist. Aber das müssen wir auch wohl erforschen erst, oder? Ja, genau so sieht's aus. Ein richtiger Schießstand ist dann auch noch zu machen, aber ich glaube, das machen wir jetzt nicht mehr. Ja, das ist der erste, beziehungsweise schon der zweite Blick dann, ne? Umgebung, hatten wir schon ein paar Bäume letztens irgendwie angepflanzt? Ich glaube noch nicht, ne? Machen wir hier noch einen Baum hin und da noch einen Baum hin, dann sieht man, das geht auch alles. Was ist das? Eine Lampe? Gut, dann machen wir ein bisschen Licht. Hier an den Ecken vielleicht oder so. Weiß gar nicht, ob man nachts auch hier schießen darf dann. Haben wir nicht letztes Mal einen Zaun irgendwo hingemacht? Oder vertue ich mich? Vielleicht vertue ich mich auch. Was haben wir hier? Ein Springbrunnen, eine Grasfläche. Achso, das kann man dann auch noch schick machen hier, oder wie? Ja, guck mal, dann sieht der Park auch noch insgesamt ein bisschen schicker aus. Ah nee, das ist so ein eingerahmter Rasen. Den will auch keiner haben, ne? Okay, ein Blumentopf hier. Sub, sieht toll aus. Deko. Hier ist noch... Hier irgendwie so ein John Wayne
Dingensverschnitt hier. Den können wir. Nee, kann man nicht dahin machen. Vielleicht dahin machen, genau. Der mit der Pistole dann Colt in der Hand hat. Was ist das hier? Eine Flagge. Flagge machen wir hier hin und dahin. Sieht schick aus, oder? Noch hier ein Fass an die Ecke und da auch noch eins. So, dann ist der Park auch interessanter, aber wie man sieht hier 102 Gäste, 22 Arbeiter. Läuft, oder? Gut, alles klar. Also, das Ding ist im, war es Early Access? Ich glaube ja, Early Access war es. Ist noch in der Entwicklung weiterhin. Sollen noch Sachen zukommen. Der Preis ist circa 8 Euro war das. Und ja, der Kollege, der es entwickelt, der ist... hat noch was auf seiner Agenda, die er noch abarbeiten möchte und ja, wird noch ein paar Sachen reinarbeiten, gibt es Updates halt und ja, dann muss man mal weiterschauen, wie sich es weiterentwickelt. Ersteindruck ist gut, macht Spaß. Langzeitmotivation würde ich jetzt überlegen, ob das dann ein Problem werden könnte, weil ja, ich habe das gebaut, ich habe das gebaut. Muss man mal gucken. Wer weiß, was dann noch kommt, mal schauen, ne? Alles klar, dann sage ich mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in den anderen Projekten. Bis dann, tschüss.